Ich grüße euch, meine Lieben. Heute haben wir das Thema Mein Lebensglück. Habe ich es? Lebe ich es? Lebe ich es aus? Oder wie bekomme ich es zurück? Lebst du in einer schwierigen Beziehung? Und hast du Angst, dass sie eventuell kaputt geht? Vielleicht solltest du deine Einstellung ändern. Aber wie? Das Zauberwort könnte Dankbarkeit sein. Denk doch mal darüber nach, wann warst du das letzte Mal dankbar deinem Partner gegenüber? Dankbarkeit könnte vielleicht deine Beziehung entscheidend verbessern. Dabei ist es gleichgültig, ob es sich um deinen Ehepartner oder Freund handelt. Wenn du in einer sehr schwierigen Situation bist, vergessen wir in der Konfrontation meistens ein klein wenig dankbar zu sein. Stattdessen überhäufen wir denjenigen mit Vorwürfen, weil wir glauben, der ist schuld daran. Doch bei reiflicher Überlegung wird uns klar, dass wir auch einen nicht so kleinen Anteil an dieser misslichen Situation haben. Diese negativen Gefühle sollten wir in eine positive Dankbarkeit umwandeln, sodass die unguten Gefühle verschwinden. Ein Beispiel hierzu. Hast du zu einem ehemaligen Lebenspartner negative Erinnerungen? Mit ihm hast du jedoch gemeinsame Kinder. Und so schaue einmal in die Gesichter eurer Kinder. Du solltest dir im Klaren sein, dass du ohne diesen Partner diese herrlichen Kinder nicht hättest. Denn Kinder sind das Kostbarste, was du besitzen kannst. So sind sie ein Geschenk für dich und dafür solltest du wirklich dankbar sein. So ist es auch bei deinem Partner, mit dem du dich nicht mehr verträgst. Doch wie schaffst du es, die negative Erinnerung in Dankbarkeit umzuwandeln? Ich sage es dir, setze dich hin und lasse im Geiste die nicht mehr bestehende, doch einst gute Beziehung mal Revue passieren. Notiere dir eine Liste, vielleicht 10 Dinge, wofür du diesen Menschen dankbar sein solltest. Zum Beispiel Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit. Oder den Versuch, die Beziehung zu retten. Oder für die gemeinsamen Kinder, die dir noch heute eine Freude sind. Oder dass die Unterhaltszahlungen immer pünktlich überwiesen werden. Oder für die geliebten und liebevollen Momente, in denen die Kinder aufwachsen durften. Oder für den Arbeitsstress, den du zu einem besseren Verdienst auf dich genommen hast. Oder wenn es dir mal gesundheitlich nicht gut ging und du dich um die Kinder kümmern musstest und es getan hast in Liebe. Oder dass du für die Kinder immer ein guter Vater oder eine gute Mutter warst. Und das heute noch bist. Du weißt, sie bedeuten euch beiden sehr, sehr viel. Oder für die schöne Zeit, die ihr zusammen erleben durftet. Und das waren nicht wenige. Oder, dass er dir geholfen hat, loszulassen, um den Schritt in die eigene Verantwortung und Selbstständigkeit mit den Kindern gefunden hast. All das hättest du nicht alleine geschafft
und dafür sei dankbar. Dankbar für all diese Hilfe. Schreibe dir die Stärken und wundervollen Momente auf, die du mit dieser Person erleben durftest. Am leichtesten geht es für die Zeit, bevor die Probleme begannen und die Beziehung immer schlechter wurde, bis der endgültige Bruch kam. Doch wenn deine Beziehung von Anfang an nicht gut war, dann versuche, dich intensiv an gute Eigenschaften zu erinnern. Vielleicht hat es welche gegeben, sonst hättet ihr nicht zusammengefunden. Denke immer daran, wenn bei einer künftigen neuen Partnerschaft die Beziehung schwierig wird, diese Überlegungen zu machen. So wirst du nicht in schwierige Lagen kommen und hast immer alles im Griff. Für dich und deinen Partner. Ich wünsche euch ein wunderbares Leben in Glück und Freude. Und dass du das erreichst, was du willst. Und zum Abschluss dieses noch. Brauchst du jedoch Hilfe, dann kontaktiere mich. Ich kann dir helfen. In Liebe, eure Diri.